So ganz, ganz langsam, dann neigt sie sich nun dem Ende entgegen, diese Spanien-Rundfahrt. Wir sind angekommen auf der 19. Etappe, es ist die drittletzte und der Weg, der führt uns heute nach Monforte de Lemos. Es sind 191,2 Kilometer und auch wenn es bei Weitem nicht mehr ganz so schwer ist wie gestern und vorgestern, so kommen wir heute trotzdem noch auf 3.500 Höhenmeter. Die ersten 60 Kilometer dieser Etappe sind wieder schwer, da geht es nämlich viel bergauf und auch bergab. Drei kategorisierte Anstiege warten dort und das schrie dann quasi auch danach, dass sich eine große Gruppe zu Beginn der Etappe aus dem Feld löst. 20 Mann waren dann auch zunächst unterwegs und nach einigem Hin und Her blieben 18 davon übrig. Der Vorsprung wurde aber nie viel größer als 2 Minuten, denn das Team DSM, das hatte sich hinten schon eingereiht im Feld. Sie hatten zwar Nico Denz noch vorne mit dabei, aber sie wollten heute natürlich gerne mit Alberto Dainese sprinten. Und dementsprechend hielten sie diese Gruppe da vorne an der kurzen Leine. Für die Männer an der Spitze war das allerdings noch lange kein Grund, einfach so aufzugeben. Und speziell für Rui Oliveira nicht. Der griff dann 55 Kilometer vor dem Ziel einfach mal an, sprengte die Spitzengruppe auf und sorgte dafür, dass man sich hier mit 11 Fahrern neu sortierte. Nico Denz aus deutscher Sicht war hier noch mit dabei. Seine Teamkollegen, also die Jungs vom Team DSM hinten, die bekamen dann nochmal Gesellschaft vom Team Bike Exchange. Die wollten also für Michael Matthews noch mitsprinten und dann gab es leider diesen Sturz und der 10. der Gesamtwertung, der Südafrikaner Luis Meintjes für das Team Intermarché Vanthier-Gobert, geht zu Boden, kann das Rennen nicht fortsetzen. Das war natürlich bitter und traurig, denn er war jetzt wirklich in Topform und hatte sich gestern wirklich blendend präsentiert. Aber das Rennen, das war natürlich noch lange nicht vorbei. 33 Kilometer waren immer noch übrig und Quinn Simmons, der Mann mit dem Bart, hatte an der Spitze noch einmal attackiert. Er wollte also diese Gruppe kleiner werden lassen und er hatte es auch geschafft. 7 Mann bleiben letztendlich übrig. Oliveira war ihm direkt gefolgt. 5 Mann kamen dann nochmal von hinten und wir sehen es. Gleich 2 Fahrer für das Team EF Education Lippo sind mit dabei. Craddock und Kurt Nielsen und der Däne, der hatte ja schon 2 Etappen bei dieser Vuelta gewinnen können. So, wir gucken auf die Zeit. Immer noch 30 Sekunden Rückstand für das Feld und da fuhr man jetzt wirklich rein raus. Bike Exchange und DSM, die waren jetzt dabei, eigentlich wieder vorzufahren, mussten dann aber merken, Moment mal, die fahren ja vorne genauso schnell wie wir. Wir sehen es hier unten in der Grafik, die letzten 20 Minuten sowohl in der Spitze als auch im Feld, ein 54er Schnitt. So kam man also nicht näher und der Vorsprung, der war quasi wie festgenagelt bei 30 Sekunden. Man kann also wirklich ganz ohne Übertreibung sagen, dass die 7 Mann da vorne in der ersten Gruppe perfekt zusammenarbeiteten. Sie hielten das Feld auf Distanz und spätestens 2 Kilometer vor dem Ende dieser Etappe wusste man dann auch im Feld, okay, wir kommen da nicht mehr hin. Wir haben es einfach nicht geschafft und damit stand fest, der Etappensieger, der kommt aus dieser 7 Mann starken Spitzengruppe. Bleibt nun also noch die Frage zu klären, wer von den 7 Mann kann denn nun heute gewinnen? Schauen wir mal, was passiert. Wir sehen zunächst Lawson Craddock, der fährt von vorne. Ganz klar für Magnus Kurt Nielsen versucht er das Tempo oben zu halten und dann geht es ja auch schon um die letzte Kurve. Und Quinn Simmons, noch einmal der Mann mit dem Bart, fährt von vorne. Der eröffnet bei rund 200 Metern den Sprint, hat aber an seinem Hinterrad schon Magnus Kurt Nielsen. Und der 28-jährige Däne, der fliegt dann einfach nur an ihm vorbei und holt sich tatsächlich seinen 3. Etappensieg bei dieser Spanien-Rundfahrt 2021. Nach der 6. und der 12. gewinnt er auch die 19. Etappe. Und wir haben es auch gerade noch gesehen, Lawson Craddock, der freut sich mindestens genauso wie unser heutiger Tagessieger. Dahinter geht es dann noch um den 8. Platz und wir sehen tatsächlich ein schwarzes Trikot ganz vorne. Alberto Dainese holt sich für das Team DSM den Ehrenplatz. Best of the rest quasi, wie man so schön sagt, aber dafür können sie sich natürlich auch nichts kaufen. Wir sehen jetzt hier nochmal den Sprint von oben, den Sprint um den Tagessieg. Und da stellen wir fest, Magnus Kurt Nielsen ist ganz klar der Schnellste. Da konnte heute keiner vorbeifahren, auch ein Quinn Simmons nicht. Der ärgert sich natürlich, hätte auch sehr gerne gewonnen. Aber es kann immer nur einen geben. Der heißt nun heute schon zum 3. Mal bei dieser Vuelta Magnus Kurt Nielsen. Also EF Education Nippo im Freudentaumel. Und wir sehen hier nochmal die heutige Top 10. Oliveira auf der 2, dann Simmons vor Bagioli, Rux, Krohn, Craddock, Dainese, Trentin und Alexander Krieger, der wird heute nochmal 10. auf dieser 19. Etappe. Primoz Roglic, der bleibt in Rot, ganz klar, er war heute im Feld, hat keine Zeit verloren und nimmt auf diese vorletzte Etappe morgen 2 Minuten und 30 an Vorsprung mit auf Enric Maas. Dann kommt Miguel Angel Lopez, der Sieger von gestern mit 2,53 vor Haeck und Bernal, auch da ist es ja nochmal eng. Und ganz unten, wir sehen es, De La Cruz ist nun 10., denn Meintjes ist ja leider aufgrund von Sturz ausgeschieden. Damit bleiben uns also noch genau 2 Tage bei dieser Vuelta 2021 und der vorletzte Tag, der sieht so aus. Es sind 202,2 Kilometer auf Etappe Nummer 20.
Wenn das also mal kein Zufall ist. Und speziell die letzte Rennhälfte, die wird dann nochmal richtig knackig, denn es geht eigentlich nur noch auf und ab. Das lädt wirklich zu Attacken ein. Und die letzten 9,7 Kilometer, die führen dann mit rund 5% Steigung nach oben. Es gibt also die letzte Bergankunft. Das lädt wirklich dazu ein, vor dem abschließenden Zeitfahren nochmal irgendwas rauszuholen. Wir sind gespannt, was da morgen passiert. Dann sagen wir immer Adios und bis morgen.